So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und zu der Wegberg-Modifikation. Wir spielen nochmal eine kleine Runde, haben direkt den ersten Einsatz reinbekommen, und zwar einen vermutlichen PKW-Brand auf einem Autohandel in Wildenrath. Und zwar würde ich da jetzt grundsätzlich erstmal natürlich die Feuerwehr Wildenrath alarmieren und die Feuerwehr Arsbeck, das sollte reichen. Aber das denn? Die sind Löschzug 3. Ich habe mir das alles extra auf den Zettel aufgeschrieben, dass wir, dass ich da immer weiß, was ich direkt alarmieren muss. So, natürlich haben wir einen PKW-Brand. Und bin ich doof? Hä, wieso kann ich? Wieso kann ich bei Kleinbrand? Ach so. Okay, und ja, so, jetzt hätte ich alles. Und einmal alarmieren. So, schauen wir mal. Ja, das reicht. Sehr schön, schauen wir mal. Ich glaube, diesen Einsatz hatte ich schon mal, auch schon in einem Video gebracht. Aber hier kommen die Einsätze ja so, wie sie wollen. Ich kann das leider nicht beeinflussen. Und ich denke mal, das ist auch nicht ganz so schlimm, da man ja nie alles gleich macht bei keinem Einsatz. Und wir schauen mal, was uns da so erwartet. Vielleicht ist es ja auch gar nicht an dem. Und es ist wieder nur ein Fehlalarm oder so. Ist alles möglich hier in Wegberg Wuppertal, würde ich schon sagen. Weil ich habe jetzt kurz davor ja Wuppertal gespielt. Allerdings hatte ich das schon angesprochen, dass Emergency 5 in manchen Belangen sehr, sehr träge zu spielen ist. Finde ich sehr schwammig. Was mich irgendwie ein bisschen stört. Ich glaube, ich müsste mich da wieder dran gewöhnen. Allerdings glaube ich... Oh ja, siehst du, diesmal brennen hier die Autos. Allerdings habe ich da die Geh weg. Habe ich da die dumme Befürchtung, dass das Tanklöschfahrzeug ist tatsächlich als erstes da, ja? Dann lasse ich den direkt durchfahren hier. Und das LF20... kommt hier so hin. So. MTF ist jetzt nicht so wichtig. Und auch der EEW kann hier hin. Und das... dieses LF20 kann sich von mir aus hier reinstellen. Und schon hätten wir erstmal alle Fahrzeuge platziert. Genau, hier müssen wir mit Schaum vorgehen. Bei einem Fahrzeugbrand. Sollte das, denke ich mal, klar sein. Oh, hier steht noch ein alter T3 und noch ein T2, ist ja geil. Das ist ja... Ach nein, jetzt sehe ich's. Das ist T2, T3, T4 und der T5. Und da kommt schon wer. So, okay, das ist natürlich doof. Das Fahrzeug ist alleine raus. Und da ist gerade Auto explodiert. Hier sind wir glücklicherweise voll. Und zwar möchte ich, so, jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Okay, ich würde mir jetzt grundsätzlich erstmal das wollte ich so nicht. Du holst mir bitte mal den Zumischer. Du startest schon mal die Pumpe. So, wenn der Zumischer, wenn er den habt. Achso, muss der Maschinist einmal bitte die Pumpe starten. Ja, kein Problem.
du rüstest dich mal bitte mit dem Schaumrohr aus. Ja, kannst du das nicht fallen lassen? Ach stimmt, hätte ich ja gleich reinpacken können. Da kommt der ELW. Das packen wir natürlich wieder drauf. Und sobald du... So, da hätten wir das erstmal. Okay, dann können wir eigentlich mal erstmal funken, was ich denn ja, was in der Phase ist. Und in der Zwischenzeit möchte ich mit, möchte ich mit dem Tanklöschfahrzeug erstmal hier das LF-20 einspeisen. Erste Lagermeldung: Feuer, brennt PKW, wo haben wir es denn? Brennt Personenkraftwagen. Ah, er hat das wieder nicht verstanden. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Weil das an Zoomischer kann ich natürlich nur einen anschließen. Ein Schaumrohr. Aber das sollte ich damit eigentlich auskriegen, ohne Probleme. So, lösch bitte erstmal das eine Fahrzeug ab. Dann möchte ich, so, dann schalten wir das mal schön ein. Aber wenn das so weiterläuft, muss ich ja tatsächlich noch eine... Oh, hier haben wir... Ach, kann ich doch sowieso... Okay, aber ich könnte ja zur Not das Tanklöschfahrzeug einspeisen. Rüstet ihr bitte schon mal mit dem Strandrohr aus. Dem Strandrohr aus, meine Fresse. Du gehst mit dem Schlauch bitte gleich hinterher. Das ist ein sehr schönes LF-20. Aber die beiden können wir dann wieder zurückschicken. Die werden jetzt nicht benötigt. Auch das MTF schicke ich zurück. Den ELW können wir noch behalten. Genau, spüren ist wichtig. So. Und einmal bitte das Tanklöschfahrzeug ein. Ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich, keine Frage. Ich hätte auch einfach das LF weiter vorfahren können. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Feuer allein schon mit dem Tank aus TLF und dem LF rauskriege. Hat sich allerdings nicht bestätigt. Dumme Frage, geht das Feuer denn noch irgendwann aus? Jetzt möchte ich mal es probieren. Jetzt, hol dir mal bitte ein Strahlrohr.
Das ist zwar eigentlich ziemlich sinnlos, denn das Wasser hebt ja den Schaum wieder auf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg's nicht aus. Und da probiere ich es einfach mal. Aspect, und wo kommt das TLF eigentlich her? Steht hier gar nicht dran, ne? Ja, doch. Ich glaube, das das TLF kommt aus Ist das ein HLF hier? Ja, ist doch klar, das ist ja ein HLF, kein LF. Das LF habe ich ja weggeschickt. Ach, bin ich doof, natürlich. Sehr schön, Feuer gelöscht. Können wir abbauen. So, dann müssen wir einmal so, einmal abbauen bitte. Und wer ist hier noch unter Artenschutz? So, jetzt packen wir mal zusammen. Wie bekomme ich jetzt nochmal den Schlauch hier ab? Ach so, okay, ich hab's, glaube ich. Macht der jetzt den Schlauch ab? Ja, ah, bin ich doof. Was machst du jetzt? Bitte kuppel nicht an. Du packst das rein, ne? Genau. So, dann schicken wir das Tanklöschfahrzeug schon mal nach Haus. Hier können wir mal funken. Ja, warte, wir sind ja gleich weg mit dem. Mit dem HLF. So. So, bei Abschluss. Eines Abschlussmeldung. PKW gelöscht. Wo haben wir das? Abschlussmeldung. PKW dran. Power off. Abschleppunternehmen für PKW wurde verständigt. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr. Wir rücken ein. Kommen. So. Sehr schön, da haben wir diesen Einsatz abgeschlossen und das war's auch mal von mir. Ich möchte dieses Wegbergding nutzen, um auch mal kleinere Einsätze zu zeigen, beziehungsweise kürzere Videos zu haben, denn immer 40, 50 Minuten Videos kann auf die Dauer anstrengend sein, habe ich ja schon oft gesagt, aber ich finde, das funktioniert mit der Wegberg-Mod ganz gut. Natürlich hatten wir auch mal längere Dinger dabei,
Aber ich finde das eigentlich so sehr angenehm. Und damit verabschiede ich mich von euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.